Ja, da ist auch wieder eine neue Folge, Agro Zero. Wir sind immer noch an dem einen Kampf. Und gerade hat die Bewegungsphase begonnen. Nee, das geht so nicht. Sagen wir es gleich. So. Ja, kennen wir schon. Arme Alice. Aber wir haben ja wieder die Heilkoffer voll. Ja, machen wir eben den Warlock fertig. Boah, Calvina, 54 Aktionspunkte, wie geil ist das denn? Ich habe noch einiges an SP. Machen wir das jetzt mal folgendermaßen. Ja, und zur Sicherheit nochmal. Okay, da habe ich meine Fähigkeiten unterschätzt.
Okay, dann direkt den nächsten hinterher. Rang A bringt auch nur noch 100%. Wir haben ja ordentlich Erfahrungspunkte abgesahnt beim Bosskampf. Und je höher unsere Stufe im Vergleich zu der Stufe der Monster, die wir kämpfen, desto schlechter ist unsere Prozentbewertung dann. So, ich speichere hier noch einmal sicherheitshalber ab. Ich weiß ja nicht genau, was mich bei dem Event da erwartet. Und ich wollte ja noch ersetzen den einen Skill hier von Calvina. Wieder Capture. Er ist momentan leider immer noch der Einzige, der hier so dunkle Magie einsetzen kann. So, aber jetzt das Event. Hoffentlich passt das noch in die Folge. そういう風に念を込めて投げてって意味だったの。本当に本気で投げる人がどこにいるのよ。 こんなにカードを並べて何をしているんだ。 Routier möchte also besser werden, darin die Zukunft vorherzusagen und hat sich deshalb ein bisschen den Karten gewidmet. Ja, vorher hat sie ja mal mit Steinen, aus Steinen die Zukunft vorhergesagt. Aber als dann ein Fenster zu Bruch ging, da hat sie sich dann doch umentschlossen und versucht das jetzt mit Karten. Ah, nagere kara. Toyukoto wa, sakki ura de okorarete ita no wa watashi tachi desu. Calvina! Ima no wa Arisu. Alice scheint auch sehr sauer auf Calvina zu sein. Mal gucken, was da jetzt passiert ist. Na, nandaro. Yado no hito ga komatte ita kara tetsudatta dake nan da ga. Zettai sore da yo. Hayaku okorare ni itte. Dewa, watashi wa chotto okorarete kimasu. よろしければ ルーティへの手伝いをしてあげてくれませんか? ああ。 Okay, dann passen wir jetzt auf. すぐ手を出したがるんだから。 Dann passen wir jetzt auf, dass Routier nichts passiert. Wobei auch Calvina nicht in der Lage zu sein scheint, auf sich selbst aufzupassen. Geschweige denn auf Routier.
手伝ってくれますか？いいけど、俺は何をすればいいのかな？Was hat die jetzt bitte vor? Oh cool. Zukunftsvorhersagen finde ich super. Da bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Anscheinend fehlt Rotier noch die Fähigkeit, aus den Karten die Zukunft vorherzusagen. Jedenfalls sieht sie nichts. Klar helfen wir dir. Okay, wir können jetzt selbst eine Karte für uns auswählen. Wir können ihre Hand halten oder wir können sie umarmen. Und wenn wir jetzt ihre Hand halten, verstehe ich das halt so, dass wir dann gemeinsam eine Karte nehmen. Und vielleicht geht ja irgendwas von unserer Kraft, die wir von Mimel bekommen haben, ja in sie über. Und vielleicht sehen wir dann ja ein Stückchen unserer Zukunft. Mimel hält das für eine gute Idee, was ja schon selten ist. Die findet ja meistens Sachen eher doof. Und Rotier findet das auch super. Okay, dann war das doch eher so ein Annäherungsversuch. Naja. Okay, zum Kartenlegen passt es dann also nicht, das Handhalten. Aber sie hat uns ja angeboten, das dann an anderer Stelle, an einem anderen Ort einmal fortzusetzen. Und das ist doch auch was. Was? Sie wollte einen Tropfen von unserem Blut? Hm, da habe ich so schlechte Erfahrungen. Ja, leider hat das doch nicht ganz in die Folge gepasst. Also geht's in der nächsten Folge gleich nochmal eben weiter mit diesem Event. Bis gleich!